Vor 2 Monaten erschien der neue, voluminöse Roman von Stephen King, Fairy Tale, mit dem wir uns auf einem anderen Kanal auseinandergesetzt haben. Hier wollen wir uns aber mit seinem vorletzten Werk beschäftigen, für den er wesentlich mehr öffentliche Anerkennung und auch ein größeres Echo in den Literaturbesprechungen des Feuilletons erhalten hat: Billy Summers. Der zweite Roman von Stephen King neben Später, der im Jahr 2021 erschien, ein wahrer Brocken mit 720 Seiten. Und kein Roman des unheimlichen bzw. der fantastischen Literatur, sondern hier ist sich die Kritik nicht ganz einig. Ein Thriller, ein Drama, ein Roadmovie, ein Noir-Krimi, ein Bildungs- und Entwicklungsroman, ein Roman über die Kraft der Literatur, was auch immer. Die Kritik hat dieses neue Werk von Stephen King überwiegend gefeiert. Das Hamburger Abendblatt spricht von einem großartigen Roman. Die Welt nennt ihn in einem Atemzug mit Charles Dickens. Der Spiegel bezeichnet den Roman als Kings besten seit 7 Jahren, seit Mr. Mercedes. Wir schauen uns den Roman ein wenig genauer an. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung. Und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Dieses Video ist eine Auseinandersetzung mit einem literarischen Werk, keine Buchempfehlung in einem klassischen Sinne. Von daher gibt es an dieser Stelle eine deutliche Spoilerwarnung. Wer noch nichts Wesentliches von der Handlung erfahren möchte, sondern das Buch erst selbst lesen will, der sollte gleich ausschalten und natürlich nach der eigenen Lektüre das Video wieder aufrufen. Billy Summers, ein Roman betitelt nach einem Protagonisten. Sowas hat es schon früher bei Stephen King gegeben, abgesehen von den Büchern von der fantastischen Literatur, fällt hier vielleicht vor allem Dolores Claiborne ein, die Geschichte einer Frau, die sich für einen Mord verantworten muss. Auch Billy Summers ist ein Mörder, er ist Auftragskiller und zwar ein ganz besonderer oder ein ganz erfolgreicher. Summers, Mitte 40, ausgebildeter Ex-Marine und Scharfschütze, der seine Kriegserfahrungen unter anderem im Irak gesammelt hat. Er verdingt sich jetzt als Profikiller, nimmt seine Aufträge aber nach seiner ihm ganz eigenen Moral an. Er tötet nur schlechte Menschen. Dazu später nochmal etwas Genaueres. Wir begleiten Summers wenigstens die ersten 200, 250 Seiten, wie er sich anheuern lässt für einen berühmten letzten Auftrag mit einem versprochenen Honorar von $2 Millionen, um sich danach zur verdienten Ruhe zu setzen. Wir erleben, wie er sich einrichtet in verschiedene Wohnungen unter ständig wechselnden Identitäten und Outfits, zahllosen Handys und Laptops und er auf den Moment wartet, an dem er sein Opfer liquidieren soll. Er lebt unter anderem getarnt als Schriftsteller und beginnt tatsächlich mit dem Schreiben seiner Lebensgeschichte und es gefällt ihm. Ja, er findet hierbei zu einer neuen, seiner eigentlichen Identität. Bis auf die erste Episode hat er zwar nichts geschrieben, aber es ist alles schon in ihm vorhanden. Es wartet und er brennt darauf, sich wieder damit zu beschäftigen. Weil es ihm etwas bedeutet. Es ist nicht wie Tagebuchschreiben. Es geht ihm nicht darum, Frieden mit einem Leben zu schließen, das in vielerlei Hinsicht unglücklich und traumatisch war. Und es ist keine Beichte, obwohl es auf ein Geständnis hinauslaufen könnte. Es geht um Kraft. Endlich hat er Zugang zu einer Kraft gefunden, die nicht aus dem Lauf einer Waffe kommt. Schriftstellerfiguren, die gab es immer wieder in den Romanen Kings. In Shining war es Jack Torrance, in Misery leidet ein Autor unter seinem treuesten Fan, in Stark entwickelt ein Autorenpseudonym ein schreckliches Eigenleben. Die Liste ließe sich endlos fortführen. Jetzt haben wir also noch einen schreibenden Auftragskiller. Womit er und wir natürlich mit ihm dauernd gerechnet haben, das trifft ein. Der ominöse Auftrag erweist sich als Falle. Der Killer wird selbst zum Gejagten.
Als wenn das noch nicht reichen würde, passiert noch ein weiteres Ereignis im Leben von Summers, der eigentlich unterzutauchen gedachte. Vor seiner Tür wird eine junge Frau von drei Typen abgelegt, die sie vorher vergewaltigt haben. Nun beginnt das, was wir zu kennen scheinen als die Konstellation vom Killer und dem Mädchen. Billy, der eigentlich nach dem Attentat untertauchen sich still verhalten wollte, wird zum Beschützer jener geschändeten Frau. Er kümmert sich um sie und sucht die drei Vergewaltiger auf und rächt Alice, indem er sie, zumindest den Haupttäter, vergewaltigt. Vergewaltigt den Vergewaltiger, das mag nach gesundem Volksempfinden klingen, recht ist es natürlich nicht. Eher eine infantile Form von amerikanischem Paternalismus, wie die Süddeutsche durchaus treffend geschrieben hat. Billy, ein Mann von Mitte 40 und Alice, knapp 21 Jahre jung, sind von nun an ein Schicksalspaar und gehen ihren Fluchtweg gemeinsam. Der Profikiller hat natürlich noch eine Rechnung offen. Nicht nur wurde ihm ja von seinen Auftraggebern das versprochene Geld vorenthalten, sie haben ihn ja auch verraten. Also macht er sich auf seinen Feldzug, begleitet, bestärkt und unterstützt von Alice, die dabei zu ihrer eigenen Identität zu finden scheint. Es kommt natürlich zu einem blutigen Showdown. Der Roman erfüllt hier alle Vorstellungen und präsentiert hier alle die Bilder, die man aus diversen Gangster-Genre-Filmen kennt. Die Kritik, die zeigte sich zu ganz großen Teilen begeistert. Billy Summers schaffte es, anders als viele andere Romane von Stephen King, in die Feuilletons praktisch aller großen Zeitungen und Magazine. Er schaffte es auch in die literarischen Fernsehsendungen. Für einige Kritiker ist Billy Summers eines von Kings besten Büchern überhaupt. Markus Müntefering schreibt im Spiegel: Billy Summers wird zu einer Liebeserklärung an die Literatur. Und meint damit natürlich zu einem Teil den schriftstellernden Killer und seine Identitätsfindung. Es sei Kings bester Roman seit 7 Jahren. Hannes Stein in der Welt schreibt, man müsse Billy Summers von Stephen King nun in einem Atemzug mit Charles Dickens nennen. Das Hamburger Abendblatt nennt ihn einen großartigen Roman. King gelinge der bewundernswerte Dreh, mehrere Romane und mehrere Genres elegant unter diesen einen Buchdeckel zu bekommen. Was ist also Billy Summers für ein Roman und wie lässt er sich einordnen? In der ersten Hälfte des Romans handelt es sich bei Billy Summers um einen Entwicklungs- und Bildungsroman, schreibt die Welt. Die Kritik der Süddeutschen meint, bei Billy Summers handelt es sich um einen Roman ums Verlorengehen und um die Schmerzen, die es bereitet, sich wiederzufinden. Das kann man vielleicht durchaus so beschreiben, aber es verleiht dem Roman dann doch etwas mehr Tiefe, als ihm vielleicht gerecht wird. Ein Buch über Realismus und Fatalismus, so urteilt ein Kritiker, aber tja, was soll uns das sagen? Wir wollen ein wenig genauer den Roman uns betrachten, auch und vor allem seine Machart, die Komposition, die Erzählweise. Wenn die Kritik hinsichtlich der beiden Hauptfiguren Billy und Alice von zwei einfühlsamen Charakterstudien schwärmt, dann haben wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon. Alice wirkt eigentlich die ganze Zeit über ziemlich blass, ihre Profilierung drückt sich eigentlich relativ wenig in ihren Handlungen aus. Sie handelt auch wenig, sondern alles wird eher behauptet. Billy Summers sei eine äußerst komplexe Figur, wie sie im Schaffen von King schon lange nicht mehr existiert habe, schrieb der Rolling Stone. Aber er, der ja durch seine schrecklichen Erlebnisse in der Kindheit, der grausamen Ermordung seiner Mutter, sowie durch seine Kriegserlebnisse im irakischen Fallujah traumatisiert sein soll, er bleibt eigentlich bei näherer Betrachtung eine Oberflächenfigur. Das Kriegstrauma jedenfalls scheint keine allzu große Rolle zu spielen. Die Erlebnisse in Fallujah, die uns in klassischen Rückblenden erzählt werden, Billy schreibt ja sein Leben auf,
Die erinnern uns sowohl inhaltlich als auch stilistisch an zahllose Kriegsfilme der letzten Jahre. Der kinobegeisterte King schöpft hier aus der cineastischen Welt die Situationen, die Charaktere, ja die Sprechweise, nur auf die Leser, die derlei Filme noch gar nie gesehen haben sollten, kann das irgendwie neu oder originell wirken. Billy spielt ja zur Tarnung den anderen gegenüber gern den Naiven und Einfältigen, aber er kennt sich gut aus mit falschen Konten, mit Überwachungssoftware, mit Perücken und vorgeschnallten künstlichen Bäuchen. Ein professioneller Auftragskiller. Darüber hinaus ist Billy literarisch sehr bewandert. Sein literarisches Vorbild ist unter anderem der große William Faulkner. Billy ist in Wirklichkeit also gar kein Einfallspinsel, sondern ein Intellektueller. Warum ich das quasi wiederhole? Ja, weil Stephen King das ebenfalls tut. Ständig und immer wieder, bis es der Dümmste verstanden hat. Auch fügt er Erklärungen ein, die sozusagen Bekanntes noch einmal rekapitulieren. Das klingt dann ungefähr so. Momentan hat er sich nicht nur in zwei, sondern sogar in drei Leben eingerichtet. Für Nick und Giorgio und für Ken Hoff, was ihm überhaupt nicht recht ist, ist er ein Auftragskiller namens Billy Summers. Für die Angestellten im Gerard Tower ist er ein aufstrebender Schriftsteller namens David Lockridge, für seine Nachbarn in der Evergreen Street in Midwood ebenfalls. Und in der Pearson Street, 9 Straßen vom Gerard Tower und gefahrlose 4 Meilen von Midwood entfernt, ist er jetzt auch noch ein übergewichtiger IT-Fuzzi namens Dalton Smith. Das ist jetzt nicht nur völlig unliterarisch, es reißt uns auch ständig aus der Handlung, weil ständig wie so ein Lerntableau irgendwie gesetzt wird und nochmal so gesagt wird, was wir jetzt irgendwie zu verstehen haben. Stephen King hat einmal gesagt, er schreibe für einfache Leute. Das mag sein, aber er traut seinen Lesern nun wirklich gar nichts zu. Er hält sie für dermaßen unterbelichtet, dass er Gesagtes ständig wiederholt oder erklärt. King, so schreibt der Rolling Stone, mache nicht viel falsch in Billy Summers. Oh doch, das tut er, und zwar nicht zu knapp. Billy, soweit haben wir das verstanden, soll erscheinen als ein absoluter Profikiller. Warum sonst sollte man ihn für einen Auftragsmord 2 Millionen Dollar bieten? Billy handelt jedoch alles andere als ein Profi, der er doch angeblich sein soll. Er macht Fehler auf Fehler, leistet sich eine Schlampigkeit und Unbedachtsamkeit nach der nächsten. Kaum zu glauben, dass er so lange in diesem Business überlebt haben soll. Billy biegt auf den Fahrweg ab, wobei er nicht versäumt, sich den Hut aus der Stirn zu schieben. Außerdem klopft er an die Latztasche, Ruger mit Schalldämpfer, und auf die Seitentasche, Glock. Die Dinge einzuschießen wäre völlig sinnlos gewesen. Kurzwaffen taugen eigentlich nur auf kurze Distanz. Aber ihm wird klar, dass er weder den Revolver noch die Pistole ausprobiert oder wenigstens die Ladung überprüft hat. Er wäre aufgeschmissen, wenn die Glock im Notfall blockieren würde. Oder wenn der Schalldämpfer für den Revolver, den womöglich irgendein Meth-User in seiner Garage gebastelt hat, den Lauf verstopfen würde, sodass die Waffe in der Hand explodiert. Aber jetzt ist es zu spät, sich darüber Sorgen zu machen. Als Freund gut gemachter Genre-Literatur ist man doch gar ein wenig verärgert. Ist Billy dämlich oder verkauft uns hier sein Autor für dumm? Es kommt dann auch nicht allzu überraschend, wenn Billy seinen entscheidenden Fehler begeht. Er zeigt Mitleid im falschen Moment der falschen Person gegenüber, ein Zögern, ein sich zurückhalten. Hier erinnert er natürlich, wie sollte es anders sein, wiederholt an Figuren aus Genrefilmen, aus Gangsterfilmen seit James Cagney, an den alternden Revolverheld Cheyenne aus Spiel mir das Lied vom Tod, der, eben weil er nicht auf Krüppel schießen kann, wie er sagt, sich dann doch von einem solchen die tödliche Kugel fängt.
Mit der Glaubwürdigkeit von Figuren ist das also so eine Sache. Schlimmer verhält es sich aber mit der Plausibilität von geschilderten Handlungssituationen. Wir erinnern uns, Alice wurde nach einer Gruppenvergewaltigung aus dem Auto geworfen wie Abfall. Billy holt das zerschundene Mädchen in seine Souterrainwohnung. Sie ist noch völlig ausgenockt, denn sie steht unter Drogen. Was macht nun Billy? Er zieht sie aus, legt sie ins Bett und legt sich zu ihr. Gerade will er wieder ins Wohnzimmer gehen. Da gibt die junge Frau Alice ein Stöhnen von sich. Sie hört sich verloren und verlassen an. Er legt sich zu ihr ins Bett. Sie hat ihm den Rücken zugedreht. Er legt den Arm um sie und zieht sie zu sich heran. Kuschel dich an mich, Kleine. Dir kann nichts mehr passieren. Kuschel dich an mich, verdammt nochmal, damit dir warm wird und du nicht mehr zitterst. Morgen früh wird's dir besser gehen. Dann reden wir über alles, was passiert ist. Ihr Hintern drückt sich an seine Eier und er merkt, dass er eine Erektion hat, was unter den gegebenen Umständen absolut unangebracht ist. Völlig grotesk sogar, aber oft schert sich der Körper eben nicht um die Umstände. Er will schlicht, was er will. Ja, das ist grotesk, in der Tat. Was soll das sein? Eine kranke Männerfantasie? Was hat King da geritten? Wir sprechen von einem Mädchen, das gerade mehrfach vergewaltigt worden ist, unter Drogen steht. Und von einem Mann Mitte 40, der sich ebenfalls in Unterwäsche, wenn ich mich richtig erinnere, zu ihr ins Bett legt, sich an sie schmiegt und eine Erektion bekommt. Es ist bemerkenswert, dass sich kein professioneller Kritiker, keine Kritikerin an dieser Zumutung gestört zu haben scheint. Die einzige Stimme, die sich dagegen verwahrt hat, war übrigens eine Laienrezensentin hier auf YouTube. Der erklärte King-Fan Chrissy vom Kanal Nimmermehr ist mir als einzige in Erinnerung, die die Situation als pervers, die Moral als fragwürdig geißelte. Recht hat sie. Überhaupt herrscht in diesem Roman ein anti-emanzipatorisches Frauenbild vor. Frauen sind nur stark durch die Gnade eines Mannes, der sie aufbaut. Alice wird nur stark durch Billy. Das ist männliches Wunschdenken. Das ist anti-emanzipatorisch und das ist von gestern. An alle, vor allem auch an die weiblichen Rezensentinnen, die Alice hier als starke Frauenfigur hervorheben. Das ist wohl ein ziemliches Missverständnis, dem auch übrigens der eigene Autor zu unterliegen scheint. King war sich übrigens dieser Schwäche schon früher durchaus bewusst. Schon in dem berühmten Playboy-Interview vor knapp 40 Jahren, da räumte er selbstkritisch eine erzählerische Schwäche hinsichtlich der Darstellung glaubwürdiger Frauencharaktere ein. In der Zwischenzeit aber schien er das wenigstens ab und zu abgelegt zu haben. Denken wir an Dolores Claiborne, die nun wirklich eine starke und beachtenswerte Protagonistin war, allerdings auch eine Frau gesetzteren Alters. Alice ist eine schwache Opferfigur, ihr Erwachen zu einer Persönlichkeit geschieht halbherzig. Kommen wir zur Handlung, zum Plot, wir können auch sagen zum größten Ärgernis. Immer wieder hat man das Gefühl, dass King in kürzeren Texten, denken wir an seine zuletzt erschienenen Novellen Erhebung oder zum Beispiel Mr. Harrigans Telefon, einen runden Handlungsbogen entwirft, was ihm in umfangreicheren Romanen oftmals aber weniger glücken will. Die große Verschachtelung, die Billy Summers attestiert wird, ist eigentlich recht simpel. Und doch weiß der Autor nicht, wie er seine Handlung sinnvoll geschlossen bekommt. Im letzten Drittel, da erfahren wir ziemlich plötzlich, wer hinter dem ganzen Verrat und Verbrechen steckt. Es ist ein Superverbrecher, eine Bestie in Menschengestalt, ein pädophiler Superreicher, ein Medienmogul, natürlich Republikaner. Dieses Verfahren kennen wir unter dem Begriff Deus ex machina. In der griechischen Tragödie meint das unvermittelte Auftreten einer Gottheit
die mit Hilfe einer Maschine, in der Regel irgendwie eines Krans, auf die Bühne gehoben wurde. Heute gilt diese Bezeichnung für eine Figur, die in der Regel unvermittelt und auch unmotiviert scheinbar aus dem Nichts auftaucht und der Geschichte eine Wendung gibt. In der Regel ist die Ursache dann doch eher ein Mangel im Plot und wird auch als Ungeschicklichkeit gesehen. Und genau das erleben wir hier. Und klar, der Bösewicht ist ein pädophiles Schwein, also jemand, der mit allergrößter Sicherheit unsere ganze Verachtung verdient. Jemand, der nun ganz sicher zu den Bösen gehört, den Tod durch Billy also mehr als verdient hat. Der Widerling namens Roger Clark entspricht schon äußerlich unserer Vorstellung eines hassenswerten, unangenehmen Menschen. Er ist 65 Jahre alt, wirkt aber oder sieht aber 10 Jahre älter aus. Er ist teigig und runzlig, hat schütteres Haar und Hängebacken. Die Augen sind kleine, schlaue Tierchen, die in fleischigen Höhlen hausen. Es ist das Gesicht von Laster und Genusssucht. Er ist der Besitzer von Worldwide Entertainment, sagt Alice. Das ist ein Network mit um die 12 Kabelsendern. Einer ist der Nachrichtensender, der so auf Trump steht, der mit dem Haufen von fanatischen Moderatoren. Der Bösewicht, ein Medienmogul, dem ein Sender à la Fox News gehört, erinnert fatal an eine Mischung aus Medienzar Rupert Murdoch und Jeffrey Epstein, dem pädophilen Superreichen, der seine Macht und seinen Einfluss nutzte, um mit möglichst jungen, minderjährigen Mädchen Sex haben zu können. Natürlich fehlt auch nicht ein Pendant zu Ghislaine Maxwell, die wie eine skrupellose Kupplerin minderjährige Mädchen für das Schwein organisiert. Der Pädosexuelle ist das größte denkbare Monster. Ich muss ständig daran denken, was dieser furchtbare Mann Kindern antut, sagt denn auch Alice. Er hat es verdient zu sterben. Wohlgemerkt, eigentlich will Billy ihn für seinen Verrat an sich liquidieren, aber King tut nun wirklich alles, damit diese Tat eben nicht wie ein schnöder Rachemord aussieht, sondern nach einer höheren Form von Gerechtigkeit. Und so schafft er dieses Monster und garniert es mit seinem typischen Trump-Bashing, was ihm hierzulande vor allem in den Feuilletons wohl eher Sympathien einbringt. Erzählerisch aber doch bald abgegriffen wirkt und eine Schwäche ist. Bevor Billy einen Vergewaltiger niederschlägt, da zieht er sich eine Melania Trump-Maske über. Ein krimineller Immobilienbesitzer trägt natürlich eine Make America Great Again-Mütze. Billy verkleidet sich zuletzt als Mexikaner, um in die Villa des natürlich republikanischen Verräters zu gelangen. King sei politisch wie noch nie, lesen wir in einer Rezension. Naja, wenn das schon einen politischen Roman ausmacht. Ein Klischee jagt das nächste. Schlimmer aber noch ist die zusammengestückelte Handlung, wo wenig zuvor grundiert oder motiviert worden ist, sondern vieles aus dem Nichts zu kommen scheint. King ist ja nun eh nicht der Mann der originellen Einfälle. Er kopiert vieles zusammen, was ja durchaus Vorteile hat, wenn die Leser schon die eine oder andere Situation, Konstellation oder Person aus diversen Filmen oder dem Fernsehen kennen. Da muss man sich auch gar nicht mehr allzu viel Mühe geben, denn schnell scheint sich ja dann Bekanntes einzustellen. Die Geschichte um den aus dem Hut gezauberten Superbösewicht, sie ist nicht nur denkbar an den Haaren herbeigezogen, sie wird uns vor allem, und das ist das absolute Ende, der Tod einer Erzählung, sie wird uns berichtet, und zwar in einem Dialog zwischen Billy und Alice. Wenn ein Schriftsteller nicht erzählen kann, und wir sind uns einig, dass King das eigentlich durchaus versteht, dann berichtet er nur noch in einer Art inhaltlicher Zusammenfassung, was passiert ist. Das Motiv des Schurken, ein noch stärker konstruiertes
und unglaubwürdigeres Mordmotiv hat man selten gelesen, wird eben auf diese Weise dem Leser dann vermittelt. Das ist erzählerisch äußerst schwach. Das Ende, oder sagen wir lieber die beiden alternativen Enden, die entschädigen dann den Leser für einiges. Hier gelingt es tatsächlich, den Bogen zur Schriftstellerthematik dann schön zu schließen, aber entschädigt das für 700 Seiten voller Plotfehler, Klischee-Ärgernisse und Dümmlichkeiten? In unserer Kritik, da geht es in erster Linie gar nicht so sehr um Stephen King und seine schriftstellerischen Mängel. King ist ein Autor, der einige herausragende und nicht wenige durchschnittliche und auch schwache Bücher geschrieben hat. Und der schreibt nun einmal, wie er schreibt. Und das tut er nun schon seit vielen Jahren. Man könnte es bedauern, dass ihm eigentlich schon fast immer ein wirklich potenter Lektor zu fehlen scheint, einer, der eingreift, wenn er Mängel wie Plot- oder Logikfehler, zu stereotype Figurenzeichnungen etc. erkennt. So etwas schien bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion King'scher Bücher nie erfolgt zu sein. Es geht uns auch hier nicht um die Leser, die alles Recht haben zu sagen, mag ja sein, dass es hier Mängel gibt, aber ich empfinde sie eben nicht als solche. Jedenfalls stören sie mich nicht. Ich habe mich beim neuesten King wieder bestens unterhalten gefühlt. Das ist das Recht eines jeden Lesers, dem es nach Unterhaltung verlangt und der sich ja gerade deshalb den Roman auch eines Unterhaltungsschriftstellers kauft. Nein, uns geht's hier vor allem um die professionelle Literaturkritik in den Feuilletons, die sich vollkommen hirn- und hodenlos verbeugt vor einem mittlerweile vielfach mit Preisen und Ehrungen ausgezeichneten Erfolgsautor. Neben vielen Preisen erhielt Stephen King 2015 die National Medal of Arts durch Präsident Barack Obama persönlich und 2018 erhielt er den Pen America Literary Service Award für sein Wirken gegen jedwede Art von Ungerechtigkeit und Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen. Spätestens seitdem ist es nicht mehr opportun, mit ihm in eine kritische Auseinandersetzung zu gehen. Genre-Romane oder der Fantastik oder der Fantasy, wie zuletzt Fairy Tale, die werden dann eher einfach nicht oder doch auffallend wenig besprochen. Da möchte sich dann die Literaturkritik dann doch nicht allzu sehr beschmutzen. Hier sind die Kritiker dann doch die altbekannten Naserümpfer. Aber wenn King einen realistischen Roman mit sogar literarischen Ansprüchen vorlegt, dann kommen sie hervor und erinnern in ihrem Chor an den der Schafe aus Orwells Farm der Tiere, die vor den immer wieder neu formulierten Gesetzen stehen und sie blökend herunterbeten. Die professionelle Literaturkritik hat eine wichtige Aufgabe, in Romanen die Stärken hervorzuheben und ihre Mängel zu benennen. Diese Mängel zu erkennen, gehört zur Qualifikation ihrer Vertreter und unterscheidet sie von manchem Amateurrezensenten. Diese Aufgabe wurde im Fall von Billy Summers nicht wahrgenommen. Allein Wolfgang Tischer vom Literaturcafé hat mit spitzer Feder seine Arbeit getan. Der überwiegende Teil zeigte sich geblendet in der Auseinandersetzung mit dem Roman überfordert. Wenn einige Kritiker sich dann noch dahin versteigen, Billy Summers mit dem großen Schelmenroman, dem Simplicissimus von Grimmelshausen, zu vergleichen, ja seinen Autor hierin mit Charles Dickens gleichzusetzen, na, wenn die Vergleichsgrößen also überhaupt nicht mehr stimmen, dann fühlt man sich versetzt in eine absurde Welt der Literaturwahrnehmung. Kaum wird ein bislang verachteter Autor mit internationalen Preisen geehrt, schwenkt man um und fällt ein in den Jubelchor der Verehrung, attestiert Literarizität, wo keine ist, findet noch im flachsten Gewässer Tiefe. Aus einer trivialen Geschichte mit abgezogenen Figuren wird dann ein Roman mit den ganz großen Themen Moral, Schuld, Sühne, Liebe, Verlust und Sterblichkeit.
Nein, der Autor des Hamburger Abendblatts, der das geschrieben hat, schreibt hier nicht über Tolstoi oder Dostojewski. Er schreibt über einen höchst fehlerhaften, zusammengestückelten Roman, der auf fast keiner einzigen Seite mit etwas Neuem zu überraschen versteht. Und wenn der Rezensent der Welt angesichts der angeblichen Literarizität dieses Buchs schwärmt, man könne als Kritiker nicht umhin, vor diesem Roman auf den Knien zu liegen, dann ist also hier in erster Linie nicht ein schlechter Roman zu beklagen, sondern vielmehr die Kapitulation der Literaturkritik.